Giannis verlängert in Milwaukee. Giannis Antetokounmpo hat überraschend seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks vorzeitig verlängert. Wie Adrian Wojnarowski berichtet, bleibt der Grieche für 3 weitere Jahre bis 2028 in Milwaukee und bekommt in dieser Zeit 186 Millionen Dollar. Allerdings besitzt er für die Saison 27/28 eine Spieleroption. Der Deal kommt sehr überraschend, da Giannis in der Offseason mehrmals verlauten ließ, keine vorzeitige Verlängerung unterschreiben zu wollen, da er die Entwicklung der Franchise abwarten wolle. Er machte deutlich, dass er seine Zukunft nur dann in Milwaukee sehen würde, wenn das Team dauerhaft um den Titel mitspielen könne. Die Bucks erfüllten den Wunsch des 28-Jährigen in diesem Sommer, indem sie für Damian Lillard tradeten. Dieser Move überzeugte nun auch Giannis von dem langfristigen Contender-Status. Harden verpasst wohl Saisonstart. James Harden könnte den Saisonstart der 76ers gegen die Milwaukee Bucks verpassen. Der Guard soll sich laut Adrian Wojnarowski weiter nicht beim Team aufhalten und hat am Montag eine weitere Trainingseinheit verpasst. Harden hatte bereits in der letzten Woche unentschuldigt gefehlt und soll sich laut einer Lokalzeitung aus Philadelphia in Houston aufgehalten haben, wodurch er mehrere Trainings und das letzte Preseason-Spiel gegen die Hawks verpasste. Überhaupt spielte der 34-Jährige in der Vorbereitung nicht ein einziges Mal für die Sixers. Es ist die nächste Eskalationsstufe zwischen Harden und Philadelphia. In der Offseason hatte der MVP von 2018 verkündet, niemals wieder für Philly spielen zu wollen. Erst kürzlich wurde er in einem Club in Houston gesehen, wo er Schilder mit der Aufschrift "Daryl Murray ist ein Lügner" unterschrieben haben soll. Das Wunschziel von Harden bleiben weiter die Los Angeles Clippers. Diese konnten sich mit Philadelphia jedoch noch nicht auf einen Deal einigen. Thompson-Verlängerung unwahrscheinlich. Eine Vertragsverlängerung von Klay Thompson bei den Golden State Warriors wird zunehmend unwahrscheinlicher. Dies berichtet Shams Charania von The Athletic. Knackpunkte seien demzufolge vor allem das Gehalt und die Laufzeit des neuen Vertrags. Soweit ich weiß, befinden sich die Verhandlungen im Moment in einer Sackgasse. Thompson will viel mehr als das, was die Warriors insgesamt an Jahren und Gehalt bieten. Im Moment deuten alle Zeichen darauf hin, dass Klay Thompson im Sommer in die Free Agency geht, erklärte der Journalist. Thompson zählt nach wie vor zu den gefährlichsten Shootern der Liga und verwandelte letzte Saison die meisten Dreier der NBA. Defensiv ist er nach einem Kreuzband und einem Achillessehnenriss jedoch nicht mehr auf dem Niveau von früher. Dies soll einer der Hauptgründe gewesen sein, weshalb Golden State ihm weniger Geld bietet. Ob Thompsons Wunsch, seine Karriere bei den Warriors zu beenden, in Erfüllung geht, ist aktuell so unklar wie noch nie. Quickly wird Free Agent. Emmanuel Quickley von den New York Knicks wird in der kommenden Offseason Free Agent. Im Gegensatz zu vielen Spielern seines Draftjahrgangs konnte sich der Guard mit seiner Franchise nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen. Der 24-Jährige hat sich in den letzten Jahren einen Namen als einer der besten Bankspieler der Liga gemacht und war ein maßgeblicher Faktor für die gute Regular Season der Knicks, die diese auf dem 5. Platz beendet hatten. In der Wahl zum Sixth Man of the Year kam er in diesem Jahr hinter Malcolm Brogdon auf Platz 2. Experten gehen davon aus, dass Quickley einen Vertrag mit einem Volumen von 20 Millionen Dollar pro Jahr bekommen könnte. Dafür muss der Point Guard seine guten Leistungen aus der letzten Saison jetzt aber wieder bestätigen.